Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ mit dem MMCR-Clan. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Bin mir nur nicht sicher. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Elektro. Hinter Elektro gibt es eine Insel, da wollen wir jetzt mal hinschwimmen. Kommst du auf den Turm oben? Also Hälfte vom Turm ist so ein Geländer, wo man draufstehen kann. Du meinst diesen Backsteinturm, ne? Das ist am E-Werk, ja. Ach, da drüben. Da hat sich... Ne, da hat sich nichts bewegt, oder? Das ist was Rotes da oben. Ja, ja, aber das ist... ein Trafokästlein. Gut, gut. Sollte mal vorausschauen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein hier. So, ich gehe mal weiter. Küste entlang Richtung. Ich höre da dauernd was. Hast du den Vogel? Nee, so. Ich würde auch sagen, wir gehen gar nicht so arg nach Tscherno rein, weil wir ja eigentlich nichts drin wollen und nichts brauchen. Nee, vielleicht da außen am Strand entlang. Ja. Aber vielleicht auf dem Grünstreifen ist so ein bisschen besser getarnt wie auf dem nackten Filzstrand. Ist das ein Zombie da vorne? Bei dem Laden. Laden. Hier noch keinen. Supermarkt. Nee. Sollen wir jetzt unten lang am Pier unten entlang laufen? Ja, dann kommen wir vorne wieder hoch. Ja. Boah, rote Kette. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr jetzt 13 Sekunden Nachrichten verluscht. Weißt du was, ich trinke mal eben was. Hält uns gleich so ein Autoreifen auf uns runter und schlägt uns genau unter. Das ist so Final Destination, genau so sieht es gerade aus. Genau unter den. Immer noch rote Kette. Ja, jetzt, ja, immer noch, ja. Kommen wir da wieder raus? Ich höre hier jemand reden, laufen, Benny. Ich laufe doch. Über uns. Hier läuft einer. Nichts. Über uns läuft einer. Auch weil das Rückwärtslaufen in geknieten Zustand ja auch so easy ist. Und da ist man so leise. Immer ein bisschen nach hinten absichern, Benny. Ist eigentlich auch kein schlechter Weg mitten nach Tscherno rein, gell? Mal außen rum. Ich doch mal auf so einen Kran hochgehen. Voll schon immer Baggerfahrer werden. Also immer Baggerfahrer werden. Was hat Baggerfahrer mit einem Kran zu tun? Was macht der Bengel auf dem Kran? Der Meister ist weg, Eckert ist weg, da kann ich ja in Ruhe meine Bombe basteln. Hier oben ist keiner. Geschickt, du bist genau. An dir mit dem Helm oben, es sieht keiner und du siehst aber alles. Gehen wir gleich weiter? Wir gehen durch den Hafen, oder? Direkt. Ja, wir gehen direkt am Strand. Es ist recht, rechts, recht, rechts. Es ist recht gefährlich, was wir hier tun. Ja, langweilig war gestern. Nur wer wegen einer Dummheit stirbt und irgendwo runterglitscht, dann ist es Dummheit. Aber so erschossen zu werden, das ehrenvoll. Das ehrenvoll. Kampf gefallen. Bild in Action. Jetzt sind wir auf der Höhe von dem kaputten Hotel. Aber schwimmen kann man in dem Game, ne? Nicht, dass wir hingehen und latschen ins Wasser und sterben. Wegen zu viel Ladung. Your Backpack ist very soaked. Blub, blub. Achtung, Achtung. Müsste frei sein. Ist das eine Polizeistation da drüben? Das könnte, müsste, ja, es müsste eine Polizeistation sein. Es müsste nicht, das ist. Irgendwas gehört gerade hinter mir, aber. Die ist auf jeden Fall offen. Ja, das hier ist keine Polizeistation. Zombie! Zombie!
Hey! Alter! Hast du? Ja, klar habe ich. Ich hab's aber gerade im Laufen geschossen, weil ich hab nicht angelegt, nichts, nur einfach gelaufen und dann habe ich 4 Schuss mehr gebraucht. 4 Schuss hast du gebraucht? Ich habe es 2 gehört. Ich habe zweimal abgefeuert, ja, aber es waren 4 Schuss. 33. So, immer. Gamma, 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 auf geht's, Wurm. Das ist nicht glauben, hey. Wir haben echt Tscherno geschafft. Ich sehe da hinten große Berge im Hintergrund. Ja, da auf der Ecke vorne ist dann der Leuchtturm, wo wir schon mal waren. Und da geht's noch weiter. Ist da hinten eine Insel? Ne. Das ist die Landzunge, das ganz, ganz, die ganz rechts. Sein. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt die Insel ist. Die Insel auf jeden Fall nach Elektro. Wir müssen jetzt auch durch Elektro durch und dann ist da dann die Insel. Wir schwimmen hier direkt rüber. Ha, ich bin noch nie geschwommen, keine Ahnung. Sollen wir erstmal hier reingehen ins Wasser und dann gucken, ob es überhaupt funktioniert? Ich geh mal kurz, denk mal ein bisschen. Ja, geh mal. Geh mal kurz ein bisschen frisch machen. Und gleich der weiße Hai und dann bin ich tot. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Airjaw oder so. Zombie! Oh, Zombie! Huh, wo? Wo denn? Also ich schwimme gerade. Ja, wo denn? Wo ist denn der Zombie? Completely soaked. Der ist im Wasser, der Zombie, pass auf! Ach, stimmt ja da unten, scheiße. Ich hab kein Ding. Ja, Benny, das ist nicht mein Problem. Boah. Komm wieder raus. Da ist er. Ich sehe ihn unter Wasser. Laufen. Achtung. Also ich schieße. Okay. Du schießt, ich schieße. Ah, da war ich aber schneller. Aber jetzt bin ich halt komplett soaked. Man macht ja nichts. Ist auf jeden Fall frisch. Ja, aber es geht zum Machen. Scheint ja auch die Sonne. Geht schnell. Ruiniert das eigentlich irgendwas? Ne, oder? Gleich alles weg. Ja. Echt jetzt? Was ist jetzt los? Oh ne. Boah, es hat lang zum Laden gebraucht. Meine 360er Magazine waren gerade alle weg. Ich hab nur leer gehabt gerade eben. Boah. So alles wieder im Schwimmen verloren. Wo gehen die kaputt? Ne. Du bist schon wieder so leise. Bin ich leise? Du bist leise. Und manchmal sage ich leise Scheiße. Ich mache mir hier eben ein Puhe-Räuslein. Was brauche ich denn? Ich muss ja wieder nachladen. Eject. Load. Mein Magazin war badly damaged. Und jetzt ist es wieder. Oder ob das von gerade eben. Ja, ich gehe nichts kaputt. Also, ich glaube nicht, dass da was kaputt geht. Der ist doch irgendwo gesprungen bei den Felsen hier, gestrandet. Ja. Ich habe es eben. Ah. Ich sehe dich. Du bist genau im Schatten von dem Baum gehockt. Das sah genauso schwarz aus wie der Schatten außenrum wegen. Den habe ich nicht gleich gesehen. Aber Zombie unter Wasser. Auch nicht schlecht. Aber die bewegen sich da langsam. Ich habe bloß gesehen, dass. Also ich habe es erst gar nicht gesehen, weil ich ja selber im Wasser war. Und dann habe ich meinen Schatten unter mir gesehen. Und dachte, das ist schon. Aber nein, dann habe ich das rote Mäntelchen gesehen. Weil ein Schatten mit Farbe habe ich noch nicht gesehen. Wieso haben wir Schatten jetzt keine neue? Ach, jetzt sind meine ganze Klamotten voll gesaugt. Jetzt bin ich etwas langsamer wie du. Boah, ja, ich gebe aber auch schon gerade wegen noch. Idyllisch, jetzt fangen die Berge an hier drüben. Das ist ganz schön. Ja. Kommt ein Wasserfall von oben im rechten Berg? Nee, das zuckelt bloß so. Ich hätte sagen, wir haben Wasserfall. Ja, irgendwie haben die so einen komischen Hitzeflimmern oder irgend sowas eingeführt. Also. Wo ist denn ungefähr? 11 Leute auf dem Spiel, ohne uns? Hm. Alle in Elektro? Ja. Die stehen vor uns in einer Reihe. Oh ja, das, da hätte ich jetzt Spaß mit. Ja, ich auch. Ich mehr wie du, weil ich dritt einmal rumfahren. 31, ja, ich könnte eigentlich gleich nachladen. Das Problem ist. Na gut. Ich habe alle pristine. Eine badly damaged. Da musst du bloß teilen, die Munition, dann hast du den Rest auch wieder pristine. Bis auf eine Patrone ist dann nämlich bloß immer. Mein Magazin ist badly damaged. Ach so. Eigentlich die Hülle außenrum. Ich könnte jetzt aber auch mal ein Schlücklein trinken. In der idyllischen Berggegend.
Ich bin dunkel. Gehen wir hier kurz in das Schilfgras hinein. Ja. Lege ich mich hin. Kann man auch im Liegen trinken? Weiß nicht. Ich mache im Knie hin. Das reicht auch. So, was trinken wir denn? Cola? Ich halt extrem gut getarnt, weil die Schilfdinger auch noch Schatten auf dich werfen, der dann so längs durchgeht. Weißt du, das hat schon. Also ich trinke wieder einen Schluck aus der Wasserpulle. Ich habe noch zwei Dosen habe ich noch, die behebe ich mir aber auf eine 3 Dosen habe ich. So. Ein Schluck reicht mir nicht. Auch schon mehrere Schlücke jetzt aber, ne? Boah, ja, hat er schon. Mir reicht einer, aber ich. 50% weggetrunken. Nee. Boah, 70% hat er jetzt weggetrunken von dem gerade eben. Auch 2 Schluck, 70%. Ich nehme noch ein Döslein. Boah, bist du das? Ja. Alter. So, also bis vor die Insel, würde ich sagen, müssen wir es heute noch schaffen. In der heutigen Session. Das da vorne ist doch die Insel, ne? Das rechts. Müsste die Insel sein, ja, das ist die. Aber da ist ein Steg rüber, oder? Nein, das ist kein Steg rüber. Oder ist da jetzt mittlerweile ein Steg rüber? Ich weiß, das sieht aus, ob da ein Steg Nein, drüber ist. Nein, da ist kein Steg. Aber nee, das ist zu klein. Ja, das ist zu klein. Boah, was ist da für Randale im Hintergrund? Ja, ich weiß auch nicht. Verschreckt mich da, spielst ein Zombie-Spiel. Sag mal, ist mein Typ so langsam? Du bist wahrscheinlich noch in der Hocke. Nö. Da kommt er über das Boot gleich hinüber gestolpert. Warte. Wohin? Achso. Ja, mal wieder, ne? Ein Sumpfatem nehmen. Hat auf jeden Fall Ambiente hier, das Ganze. Muss also schön, sagen, die ja. Welt haben sie echt nicht schlecht hingekriegt. Eine schöne Welt. Guck mal hier, ein kleines Büchtlein. Hier ist doch idyllisch. Komm, hier bleiben, hier legen wir uns hin, machen wir ein schönes Bildchen. Komm mal. Angel raus. Was? Angel raus. Hier kannst du schön, guck mal, hier kannst du schön schwimmen, baden. Dynamit fischen. Oh, hier ist schöne Welle. Surfen, komm, Surfbrett raus. Eine Planke nehmen wir mal und dann machen wir das schön. Sieht aber auch echt gut aus. Also das muss ich sagen, die Wassereffekte sind gar nicht schlecht. Für ein Online-Spiel. Guck mal, da hinten ist Tscherno. So weit sind wir schon gelaufen. Oh. Ja, ja, mir. Schon schnell, ne? Wie? Ach, das ist ein Sackgasse hier. Boah, cool, ich laufe durch die Gischt, aber trotzdem macht's knack, knack, knack. Da vorne ist doch mal dieser Leuchtturm, aber ich weiß gar nicht, haben wir den überhaupt drauf? Einmal war ich oben drauf, hast du ein Bild gemacht, glaube ich. Ja, aber haben wir ich war das nicht von einem diesen schlechten Assassins, wo ich gelöscht habe. Das weiß ich nicht, ob du da keinen Ton. Ah, oh, schon wieder die Sonne so tief. Ja, ein wenig blendet es. Hey, wir laufen hier mitten durch die Gegend und treffen keinen Menschenseele. Halt, mal gucken, wie spät das ist. Von rechts kommt keiner, würde ich sagen. Ein anderer kleiner Star. Dieser, TLC. TLC, ja. Der pfeift aus dem letzten Loch gerade. Aber echt, ey. Ja gut, wir rennen jetzt halt schon den ganzen Tag durch die Gegend und werden immer noch nicht hungrig. Andererseits bleibt halt auch nicht mehr viel, was man noch machen kann. Boah, aber Tobi kotzen. Wo seid ihr? Da oben, wo du gespawnt bist, letztes Mal. Wir sind wieder ganz runtergelaufen, oder? Ah ja, in einem Tag zweimal ganz runtergelaufen. Das geht auch relativ schnell. Also gut, du darfst. Na gut. Ja gut, ich hab ihn halt gelotst, gell, weil einer hat die Karte. Ich hab die Karte offen gehabt. Aber wer durch die Pampa durchlaufen, ist schon gefährlich, ne? Ja, das haben wir dann nur mit Sonne und Wolkenbewegungen gemacht. Ja. Weil da kannst du dich ruckzuck ganz schön verzetteln. Ah. Und am Strand entlang ist zwar sicherer. Aber es dauert um einiges länger. Ja gut. Ohne Kompass ist, sagt er halt, ist auch schwierig. Einmal ist er auch extrem in die falsche Richtung gelaufen, weil ich sag dann rechts hoch, aber das Problem ist, ich wusste ja nicht, wo er herkommt. Es gab zwei Straßen, weißt du. Aber gut. Wir haben es geschafft. Du musst halt jetzt auch im Spiel drin sein und dann halt die Sonne von ihm dann berechnen, ne? So ja, das habe ich einmal gemacht auf dem Server, habe ich es einmal gemacht und dann bin ich raus, weil bringt ja nichts, da rumzusitzen. Und ihm entgegenzulaufen ist ja noch bescheuerter. Weil das triffst ja nie, das wissen wir jetzt mittlerweile. So. Jo,
Da ist die Insel, guck mal, hallo. Neben uns. Nee, die ist zu klein. Größere Insel. Ja, nach Elektro. Die ist richtig groß, da gibt es Häuser drauf. Elektro, und so. Oder? Nein, das war Tscherno. Wir sind nicht kurz in vor Elektro. Nein, wir sind nicht in Elektro. Ach, das ist. Ah. Aber ich sehe noch gar keine Häuser. Ja, das macht mich auch gerade ein wenig stutzig. Haben die Elektro weiter nach hinten verbaut. Wurde das neu verbaut? Weißt du aber, dass noch kein Bambi und nichts. Hier unten sind relativ wenig Spawns, sag ich mal. Die meisten sind oben bei Berestino, Kamishovo, da hinten. Hier unten bin ich, glaube ich, einmal gespawnt. Sag mal so, am Anfang, wo ich gezockt habe und die neue Stadt noch nicht da war, da. Aber da vorne müsste jetzt Elektro kommen, oder? Also ich habe noch kein Hochhaus, noch gar nichts. Ach, da vorne. Da ist der Kran von Elektro. Der Kron. Oh, das sind wir jetzt wirklich echt an Elektro vorbei und ich hab's gar nicht rafft. Das kann natürlich sein, ich habe ja so eine gute Orientierung. Ja, das Meer ist noch rechts, also wir laufen nicht zurück. Und selbst da wäre ich mir nicht so sicher. Du hast doch einen Spiegel neben dir aufgestellt. Dann denkst du nur, dass es so rechts ist und links. Guck mal, links und rechts mehr. So, da vorne sind noch schöne Schienen. Ach, das gute rote Scholle. The red one. Ja, ein rotes Saftschorle habe ich mir gerade gegönnt. Ein vergorenes? Nein. Ein rotten Saftschorle. Ein rotten Saftschorle. Was läufst du jetzt langsam? Von ist der Berg hoch oder was? Bei mir schon. Was habe ich gerade? Oh, zwei Vögel da vorne. Die kämpfen miteinander. Ja, solange nur die Vögel miteinander kämpfen. Bin immer noch komplett nass, weißt du's? Ja, es dauert auch ein bisschen, bis du das alles trocken geschwitzt hast. Verzeih mein Husten. Boah, ist das lang, hä? Ist übel lang, das ist eine Vorortschaft, das ist ein ganz kleine Häuschen hier. Aber ganz da hinten sehe ich zwei Schornsteine. Da, das sehe ich auch oh, schon. Oh ne, wir sind echt falsch. Ne, das sind die Kräne auf jeden Fall, das ist eine große Stadt. Ja, voll Nitschni. Ich laufe ja schon ins Meer. Toll. Ich soll vielleicht weniger auf die Karte gucken. Voll ins Meer geschlappt. Nee, wir kommen schon Elektro. Weißt du, was das ist? Soll Nitschni da vorne. Elektro ist ja bei dem Berg. Soll Nitschni? Sie muss einfach was umgelaufen. Jo. Ich denke. Die große Insel hier? Was ist das? Das war die Insel. Nein, das war nicht die Insel. Nein, das war die kleine Insel ist bei Elektro, da waren wir gerade eben. Das ist die kleine Insel bei Elektro. Und wir laufen jetzt vor, jetzt kommt Kamishovo gleich irgendwann. Und die große Insel. Obwohl, wir müssen ja Kamishovo laufen, ne? Weil die ist ja noch weiter da hinten. Eigentlich müssen wir schon richtig sein. Ja, Kamishovo, nach Kamishovo kommt rechts dann die Insel, oder? Ja, genau. Die meine ich. Und davor sind auch viele kleine Inseln, also ne, sind das Buchten, ne? Das ist unter Wasser. Underwater. Underwater Skill. Underwater. Oh, ich hab schon wieder Durst. Also geh ich hin, verdurstest du noch. Nein, nee, also das schaffst du nicht. Ich hab 50% meiner Wasserflasche, ne 70% meiner Wasserflasche jetzt weggetrunken. Ja, da ist ja bloß ein paar. Deswegen habe ich 5 Stück. Ah. Zwei Stück. Hast du keine Handy, guckst du nur. Ah, diese ist jetzt Elektro, oder? Ich müsste elektrisch. Elektro-Popopopopopopopol sein. Borsk. Borsk? Borsk. Elektro-Borscht. Borscht. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch, damit ich eben ein Ortsschild sehe. Pop mal ab, das Schild des Ortes. Wenn ich jetzt anfange mit Scopen, kann kein Mensch was lesen. Da steht was. Ja, eben. Warte, was steht denn da? Das ist Elektro. Nyktra. Elektra? Amen. Hä? Ach, da hoch geht's noch.
Nykta, 1 Kilometer der Richtung. Nykta? Nykta. Enektpo. Po. Also ich meine, das wäre schon richtig, wo wir jetzt sind. Da vorne kreist ein Vogel. Ich bin da vorne irgendwo, ich bin da weitergelaufen. Ich bin am Strande weitergelaufen. Ah, hier vorne ist auf jeden Fall ein großer Hafen. Ich sehe große... Was? So viele Städte haben ja auch keinen großen Hafen, also... Hier vorne ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Hafen. Das müsste schon Elektro sein. Oder wir sind jetzt schon einmal um die komplette Welt rum und sind jetzt ganz oben im Norden. In der neuen Stadt. Ja. Die hat nämlich auch so einen Hafen. Ist die Frage, ist, ob wir nicht gleich rüber schwimmen, aber... Ne. Oh, das flimmert voll im Hintergrund, siehst du das? Ja. Wo ist das? Oh. Mal gucken, wie spät das ist. Du wirst doch nicht hier raus. Ach, komm, spring rein und schwimm rüber. Ja, da bricht schon noch was, weil das Wasser noch tief genug ist. Kann man so schwer schätzen bei so klar, kristallklares Wasser. Ich schätze mal, es ist tief genug. Kannst du es ja probieren. Der Server hat jetzt 15 Leute. Ja, pünktlich zur Elektro, weißt du. Boah, mein Typ hachelt auf dem letzten Loch, du. Boah, der ganze Kran bewegt sich vor mir. Ja. Als ob der besoffen ist. Ja, ist aber wirklich so blöbel. Siehst du irgendwas? Ich würde sagen, so schnell wie möglich. Hey. Immer an der Mauer entlang. Liegt das am Blumeffekt oder ist das alles nur verschwommen? Also ich mache jetzt mal eben mein Video neu. Mal eben konfigurieren Video. Es hat nichts gebracht, hat auch gerade genug. Ah, ein bisschen. Doch, ein bisschen hat es mir gebracht. Wenn ich hinzoome, so ist klar, wenn ich hinzoome, dann ist voll verschwommen. Ja, weil du schwitzt und deswegen beschlägt dein Okular. Okulator. Achtung, immer watch the side. Zombie. Wie zwei Zombies. Wegmachen? Nee, das rennt. Nicht so lange angucken, sonst wissen sie, dass wir da sind. Oh, Türe offen. Oh, Zombie. Boah. Aha. Zombie. Nein, kein Zombie. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir an diesem blöden Elektro vorbeikommen. Da ist die Luft elektrisierend. Ich will halt unbedingt noch eine Folge machen, wo wir dann auf die Insel rüberschwimmen. Ein Reif für die Insel, kannst du dann drunter schreiben. Ja, genau. Jetzt läuft der Bus nach links, was ist denn jetzt los? Also manchmal... Ach so, wenn man doppelt drauf drückt auf Alt, dann hat ja, er ja. Dauernd... Ja. Nee, oder? Ja. Das habe ich vorhin beim Lehnen gehabt. Ich könnte mich nicht mehr entlehnen. Diese Doppelgedrücke, hey. So, jetzt sind wir aber geradeaus gelaufen. Achso, jetzt sind wir ja, jetzt sind wir Ende von Elektro, jetzt müssen wir links laufen. Ja, immer an der Küste entlang. Ja. Oh, Achtung, Mauer. Nee. Boah, ich dachte gerade, hey, runterfallen, Beinbrechen, tot. Auch ein schönes, schön gelegenes Häuschen hier. Ja, da gehen wir jetzt mal rein. Ich habe ja auch gerade gedacht. Oh, eine Werkshalle. Da fühle ich mich wie zu Hause. Bei 2 Sekunden kann man ja mal ein wenig... Kurz mal ein bisschen... Oh, was ist das? Zack, Mission. Bei 57er. Da habe ich genug. Was ist das denn? Da oben, ich war hier noch nie oben drin. Ach, eine Dose. Rasputin Quas. Rasputin. Oh, hier liegt eine Magazin. Ja, ein Naked. Ein Pristine. Nein, lange hier, nimm's gleich, lange Munition. Wo denn? Pristine, 20 Stück oben. Bist du oben? Treppen hoch und dann liegt es da gleich. Hier kommt man gar nicht weiter. Toll. Ja. Dass die immer so schön eingepackt sind. Ich weiß auch nicht. Was macht denn
sowas? Ja, ich glaube. Hier liegt ein Pen. Hier liegt nochmal ein Pen. Hier liegen lauter Pens. Penner? Die Mehrzahl von Pen ist Penner. Pen, Penner am Pennisten. Pencil Case. Was hast du gerade gesagt, hey? Zombie oder Mensch? Wo? Irgendwas läuft. Wo? Zombie läuft. Wo denn? Krieg ich denn, nicht? Benny, wo denn? Außen. Ich bin auch außen. Ganz weit Ach, weg. Da bist du. Aha. Krieg den nicht. Oh, jetzt liegt. Nee, doch. Oh, nein, lass mich doch mal üben. Meine Güte. 23 Schuss, was soll ich nachladen? Boah! Was ist denn der jetzt erst dorthin gefallen? Er hat sich vorgeglitscht. Na, aber brutal runtergeglitscht. Doch. Der hat cheated. Der hat doch einen Dead Cheat. So. I am completely soaked. Bist du immer noch? Immer noch komplett. Und ich hab Durst. Wir ergänzen uns. Hinter uns. Guck mal. Aber jetzt aber, Oh, der ist wieder aufgestanden. Ja. Wow. Er lege sich schlafen für Ewigkeiten. Hey, ganz ehrlich, als Unbewaffneter hast du ja voll keine Sonne. Was ist vielleicht da oben? Besser? Voll die Stadt. Aber wir schießen hier mitten in der Stadt rum. Ja, klar, ja, wir sind Elektrum. Wir sind jetzt gerade auf. Was sind wir denn? A8 oder sowas. Ne, I8. Ja, das ist ziemlich am. Zombie. Hast du? Und wieder. Das kann aber sein, dass er dort spawnt. Der spawnt gerade immer hinter uns. Also sind wir immer noch im Gefahrenbereich, würde ich sagen. Wir fahren im Bereich des Gefahrenbereichs. Oh, er nimmt eine Kürzung des Abends. Boah, Hölle. Hölle. Guck auf der Stelle, ich bin hinter dir gestartet und lauf außen rum. Schneller? Ja, ich bin ja schon drüben. Also. Schon einen halben Kilometer weiter gerannt. Du könntest was trinken, wenn du willst. Gut. Oh, ich häng grad. Schon wieder ein Leuchtturm. Auf einer Insel. Nein, jetzt habe ich ein Problem. Nein. Komm mal zurück. Wo denn? Auf ihren Bug. Was machst denn du da? Oh, jetzt geht's. Oh, ich bin nicht mehr rausgekommen. Ich, ich hab dich gerade leicht zappeln gesehen. Ich bin im Felsen hängen geblieben. Auf jeden Fall sind wir jetzt weg von der Elektro. Da oben ist die Fabrik, wo es oben den Brunnen gibt, ne? Oh, ich bin dunkelgrün energized. Oh, ich könnte mal eine Dose öffnen. Hm. Hast du eigentlich gesehen, dass es fast kein Canny Tuner mehr gibt? Echt? Ja, das war doch das, wo ich mal die Canny Tuner geöffnet habe und beim Öffnen gestorben bin. Seitdem habe ich aber keine einzige Canny Tuner mehr gefunden. Wenn sie alt sind, dann explodieren die in der Hand. Was? Das ist der Druck des Das ist wie dieser verrottete Fisch aus Finnland, kennst du den? Genau, Blatt. Ich mach bloß da kommt was, da kommt was zum Spielen. It's not a game, Say it's a zombie. Oh, es fliegt. Ich hab's kaputt gemacht. Das warte mal. Da drüben, was ist das? Leuchtturminsel? Das hier? Ja, da will ich hin. Denke ich doch mal. Dann fang ich doch hier schon an. Ja, wir müssen ja dann ein Folgenpäuslein machen. Achso, ja gut, dann mach doch hier ein Folgenpäuschen. Weil hier kommst du direkt rüber. Stimmt eigentlich. Da drüben kommst du nicht rüber. Ja, totaler Quatsch. Warte, da trinke ich noch eben was. Soll ich trinken und essen? Warte, ich mach mal meine Canon irgendwas auf hier. Da war eine Pristine Warm. Andererseits haben wir hier gerade einen Zombie erschossen. Und? Allein welch Grundes macht das einen Unterschied? Eat all. Vor dem Essen sollst du aber nicht. Vor dem Spiel. Ausgeflogen. Ja gut, dann machen wir jetzt hier ein Folgenpäuschlein. Also, bye bye und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschö.